Bist auch du bereit, Geschichte zu schreiben? E-Sport, Geschichte live. King of Spandau! Bei Jam FM! Damit herzlich willkommen zurück bei Hörbuch TV 09. Aber wir haben ja auch so ganz tolle Alarmfunktionen mit drin. Ja, das heißt, sollte irgendwas passieren, dann können wir den Alarm anschmeißen. Alarm, Alarm, Alarm. Ja, klingt so. Spandau Inferno-Alarm. Du sagst mal, was passiert, wir die Zuhörer. Du hast das First Blatt. Das war perfekt. Spandau Inferno-Alarm. Wir haben Unlucky Me, der natürlich mit dem Team nicht warm ist. Aber dennoch natürlich ein Spieler, der sich immer irgendwie zu helfen weiß. Er mechanisch selber sieht hier auch mit der Jungle-Route perfekt den Gank hier initiiert. Gleichzeitig unten die Bubble allerdings auf Sola. Exos wird genutzt für ihn, aber er muss trotzdem leiden. Und oben hat man jetzt den Kill rausbekommen, währenddessen Johnny! Was ist da passiert? Im 1 gegen 1 gesnackt und da hören wir doch direkt mal den Spandau Inferno-Alarm. Oder auch nicht. Man merkt, dass der Captain fehlt hier. Johnny normalerweise immer am Performen. Ja, du brauchst halt einfach eine starke Hand, die dir wirklich sagt, was du so zu tun hast. Wir kriegen das ja immer gar nicht so mit. Der Captain mit seinen Jungle-Routen, der Captain vielleicht mal hier und da mit einem kleinen mechanischen Face-Step. Aber er ist der das Team zusammenhält und anweist. Jetzt können wir auch ganken, allerdings ist er gerade der großen Form. So, ab einem Drittel kann man theoretisch anfangen. Ein bisschen früh. Das Ganze wird hier disengaged. Der Speer hat nicht getroffen. Der hat kein Flash mehr. Na, Jump fertig. Der nächste Speer sitzt und das soll es gewesen sein. Zweiter Kill jetzt. Für Unlucky Me in seinem Johnny! Down. Oh mein Gott, ich bin aber scheiß auf den Pink. Bootet. Johnny wieder auf dem Weg hier. Wird hier engaged. Ignite ist gut. Das sieht gut für ihn aus. Shockwave mit dem Flash kombiniert. Oh Gott sei Dank, ey. Ich habe das jetzt so unfassbar schlecht gespielt, ey. Umrum mal zu. Ich bin auf dem Weg. Guck mal. Schau, Vladimir rauf und vor allem kommen wir jetzt mit dazu. Teleporter aus Kevin! Kevin! Das Kevin! Ist perfekt! So muss das aussehen! Kevin! Jetzt der zweite Killer, Lucky Me damit auf der Killing Spree. Oh, Johnny, eine gute Shockwave. Und er kann es machen, aber diesmal wird er reingeflasht. Schön geflasht von Vladimir. Die outplayen sich hier gegenseitig, die Jungs. Das ist natürlich die Frage, kann man hier überhaupt effektiv in diesem Baron-Bereich. Oh, die Shockwave. Shockwave nimmt Nami aus dem Spiel. Oder was meinst du dazu, Mori? Danke, Mori. Häng auf Gragas. Ich bin bei Kevin, aber. Gragas keine Ult. Oh, Unlucky Me. Der ist jetzt wieder im Fokus. Die Shockwave. Johnny ist ein Beast. Drei Mann getroffen. Aber es reicht trotzdem nicht, um die Kill zu bekommen. Da fehlt der Schaden. Top. Wir kriegen Innet. Wir kriegen Innet. Hol rein da jetzt. Hier, voll Tilt. Weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Trifft Nidalee, die ist natürlich tanky. Flash E von Gragas. Alter, wie hassen die mich denn, die Wichser? Sola, der auf seinem Juggernaut jetzt abgehen wird. Unstoppable für Kevin, zweiter Kill. Oh, Vladimir ist hinten alleine drin. Ja, wer passt da jetzt auf? Da kommen sie, die Schilder, die prasseln rein. Und man kriegt den Kill, lediglich den Support verloren. In der Base ist Unlucky Me noch immer dabei, mit Beinen so ein bisschen anzubändeln. Der will halt zone. Der hat keine Ultimate, keine Wir müssen jetzt, ne? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hab 4 gegen 5. Ich werd gesaunt. Das ist erstmal überhaupt das E-Sport. Shockwave trifft nur Nami, das ist zu wenig. Kogma, immer noch jetzt im Bedrängnis. Hier von hinten. Oh Kogma. Gott, oh mio. Die muss man jetzt peelen. Man springt nochmal direkt drauf, das war's. Guter Champ auf jeden Fall. Die werden komplett zerstört hier gerade. Lediglich Nidalee lebt noch. Barrel gegen die Wand. Triple Kill, Quarter Kill. Das ist zum ersten Mal und ich caste den King of Spandau jetzt schon seit, ich glaube seit dem 8. King of Spandau caste ich schon die Jungs. Und es ist zum ersten Mal, dass ich sehe, dass wirklich Johnny die Lane nicht nur hart verliert, sondern dass der gegnerische Midlaner ausschlaggebende Faktor dafür ist, dass man das Spiel verliert. Jetzt übrigens mit 3 Experten. Max, Mori und Niklas. Das heißt, der wohl informativste, wir haben quasi eine Analyse-Ecke. Wir haben eine Radioanalyse. Wir haben unsere eigene Analyse-Ecke im Radio. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh. Ich kann einfach nach vorne auf die Ich bin engaged. Ich bin wahrscheinlich drin. Der wird allerdings mit allem, was man hier beim Spandau Inferno am Peeling hat, gestützt und es reicht nicht. Und damit sind die Win-Conditions für diesen Fight enorm gesunken. Auch das Einzige, das er machen kann, ohne dass er
Hier mal trittiert wird. Wieder der Engage! Nein! Oh, schöne Shockwave! Die soll das Ganze mal verhindern! Der Cock, der steht dort! Aber es reicht nicht ganz! Sola hat seinen Cock ausgepackt, aber es reicht nicht, um den Gegner zu beeindrucken. Wird dort einfach abgeholt. Und jetzt muss man zusehen, dass man das Ganze noch irgendwie stallen kann. Johnny, der kriegt hier den Kill mit. Das war Suizid von Nah. Aber die Mitte ist offen. Aber Nah hat seine Aufgabe erfüllt. Der ist auf den Kogma gesprungen, hat ihn geultet. Und mehr muss man gegen diese Komposition nicht machen. Wladimir mit einer extrem starken Performance. Der Fuchs sorgt hier für den Sieg von PTSD im ersten Spiel. Ja, sorry Jungs, war auf jeden Fall mein schlechtes Game seit langem. Alles Wladimir trotzdem lang. Ja, ja, können wir machen. Und jetzt bekommt der gute Johnny als Antwort direkt die Ahri ins Gesicht. Und das zu Recht. Immer noch ist es nicht eingeloggt. Mit Morgana auf jeden Fall ein Pick. Kassadin wäre auch eine Möglichkeit gegen Morgana übrigens. Ja, kannst du ganz in Ruhe farmen. Hat noch Leben, aber kein Mana mehr. Oh, jetzt schön gemacht. Ahri Level 5, Morgana Level 7. Oh, das sieht super gut aus. Johnny, der wird doch angezündet. Der Turmschuss wird ihn aber auch noch. Oh Mann. Egal, du hast was bekommen. Ja, aber das war so kacke, dass sie da noch wegkommt. Wir haben 3 Mana für den Q gefehlt. Keine Vision. Hier? Jo. Sauber. Das war wie im Bilderbuche. Der Kick direkt in Johnnys Binding rein und damit auch keine Chance, das Ganze zu überleben. Oh, schön. Mit dem Teleport. Der Kick trifft hier nicht ganz den Esel. Der versucht sich ja noch ein bisschen zu wehren. Aber da kommt noch ein Swain mit rein und der ist tanky. Gibt ihm da einfach gut mit. Schöner Towerdive hier. Perfekt ausgeführt. Ah, schöner Black Shield. Nichts ist da zu holen. Jetzt sogar nochmal. Der. Wie heißt das Ding von Swain? Nimmermeer oder so ähnlich? Der Fettsack? Komm auch runter. Der ist safe. Ich komm hier. Ich hab hier. Zwei. Oh, lieber. Na, könnte dir fehlen. Nami? Oh, nee, Ahri. Oh, wow. Oh, das war nein. Ich. Das war echt nett. Fucking Swain, Alter. Oh, das war nice gemacht. Ash hochgeworfen. Die dann einfach catch. Aber die Welle von Nami, die sitzt hier perfekt. Alle drei. Und einmal hochgesteuert. Jetzt das Barrel. Die Bubble hat auch gut gesessen. Aber Kevin überlebt alles. Jetzt kann er sich gegenheilen. Holy shit. Der überlebt das sehr, sehr lange und stirbt hier nicht mehr. Läuft daher. Da ist er nochmal. Kevin ist ein verdammtes Monster. Ash. Nice. Oh, der geht ab, so kleine. Wow, die Nahultimate! 5 Mann erwischt, der Knock auf die Welle! Oh mein Gott! Die Bubble auf 4 Mann! Spandau Inferno wird Opfer einer Wombo-Kombo! Aber kann das Ganze aufgrund ihrer Goldvorteile mal rumreißen? Alter, die CC-Chain! Das war die perfekte CC-Chain von dem. Aber Lucky, der kennt halt gar keine. Der kennt überhaupt nichts mehr. Oh, der Kick mit dem Insekt! Nice! Perfekt serviert das Ganze. Johnny mit dem Ultimate Overkill. Dach bekommen, gönnst du dir mal, ne? Tod ist tot. Kevin, der will nochmal hier ins Bild mit rein. Portet nochmal durch. Aber das war's. 1:1 steht für Spandau und Fern. Und die können sich hier wirklich in einem sehr souveränen und sehr klaren Sieg dort den Ausgleich holen. Morgana wird jetzt sogar noch rausgenommen. Das ist interessant. Also hier hat Johnny anscheinend ordentlich gemacht. Dass man sich sagt, nee, Morgana möchte man nicht nochmal spielen. Gangplank würde ich eher auf Kevin sehen. Ich glaube, Johnny hat in seinem Leben noch nicht einmal Gangplank gespielt. Olivia. Jo. Kommt sie. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal sicher, wer dort in der Midlane sein wird. Muss doch wieder nah auf der Top-Lane werden. Ist halt ansonsten nur noch gegen nah vielleicht. Die Leute schön, der Repost war hier nicht drin. Viel zu spät eingesetzt! Oh, Kevin! Dann sieht quasi auf der Lane engaged mit der Shockwave. Und dann Olivia versucht defensiv dort irgendwo einen Stun einzusetzen. Oh, das ist schön. Direkt der Stun, nachdem man das First Blood dort bekommen hat. Yoff. Da brauchst du jetzt auch nicht mehr flashen. Keine Chance, das zu überleben. Zweiter Kill. Und Kevin, der will wieder carryen. Man sieht, Fiora natürlich mit 2 Kills hinten jetzt unter Problem. Oh, da kommt die Ultimate. Und tschüss! Der Camp, der ist hier richtig schön ekelhaft. Dexter, amazing. Aber Dexter, zockt Dexter noch so viel? Nee, Dexter ist halt nicht mehr aktiv. Ich würde sagen. Aber amazing. Amazing hast du noch, aber. Na gut. Also, ich bin nicht so ein Fan von ihm. Das ist halt. Oh, wow. Kevin, kannst du mal aufhören? Was denn? Das macht keinen Spaß so. Hey, Oriana. Leute schalten schon alle ab wegen dir.
Oh, schön gemacht. Oh, die Shockwave mit der Welle gleich hinterher und die Dreimann-Bubble. Oh, das war bitter. Der Kill auf Sola, der ist da. Da war schon eher nicht so gut. Okay. Harold? Was chasen die denn so auf? Jetzt glänzt wieder ab, glaube ich. Aber whatever, da sehe ich mich, Jungs. Also Fiora definitiv MVP. Das ist ein richtig schöner... Und der E, der nimmt sie mit. Der zweite Kill bleibt noch aus. Der Kick trotzdem gut gesetzt. Oh, die Shockwave sitzt noch mal. Oh, okay, das hat keiner gesehen. Das war Zucker. Alter. Das hat keiner gesehen. Kann man das Ganze nochmal ordentlich aufrollen. Das, was Kevin da mit dem macht... Der dreifache Schaden, der vierfache Schaden. Ist natürlich auch bedingt durch 5:0 in Türmen. Der natürlich, schrieb, der oder 6:0 jetzt mittlerweile schon. 6:0 in Türmen bedeutet halt, du hast ein so hohes Kontingent an Kohle auf dem Konto. Oh, unlucky. Shockwave geht hier ins Leere. Und hallo? Wollen wir den vielleicht töten? Leider für ihn. Da kommt der Q nochmal rein. Das Barrel rettet ihn sogar nochmal. Mit der Heilung kann man ein bisschen schneller rauslaufen. Sola vielleicht ein bisschen weit vorne. Aber jetzt kommt Kevin! Der will! Und er tut es mit Sola zusammen. Holt man sich dort den Kill auf Nami. Oh, wow. Unlucky, der will da unbedingt. Der muss jetzt nur für den Finish gehen, oder was? Nicht für Schweden. Ja, das war auf jeden Fall mal ein schnelles 20-Minuten-Gamechen hier. Ja, war mein Test bei uns, ne?